Wir helfen Unternehmen, die Chance der Nachhaltigkeit zu erkennen und helfen ihnen dabei, mit Maßnahmen diese dann umzusetzen. Was heißt das? Ein schönes Beispiel. Wir pflanzen in diesem Jahr 20.000 Bäume als Ziel im Klövenstehen, wie man so hamburgisch sagt. Und die Zielsetzung dabei ist, einfach mehr Trinkwasser entstehen zu lassen. Und darüber können zum Beispiel Unternehmen ihren Wasserhaushalt, den sie verbrauchen durch ihre tägliche Arbeit, ausgleichen und haben damit eine Nachhaltigkeitsmaßnahme, die sie in ihrem CSR-Bericht oder ähnliche Dinge einsetzen können. Aber sie haben auch gleichzeitig ein Erlebnis, weil sie mit Mitarbeitern, guten Kunden oder ähnliches diese Pflanzung selber erleben können und selber dabei in ihrer Region die Bäume einpflanzen können. Genau aus diesem Grund eigentlich, wie ich eben sagte, weil wir den Mix machen zwischen den ökonomischen, die Chance zu erkennen in der Nachhaltigkeit und dann Maßnahmen finden, die dem Unternehmen einen wirklichen Mehrwert bringen.